Wenn dich die Frau, die du magst, so nervös macht, dass du überhaupt nichts hinbekommst und du frierst ein und du hast das Gefühl, du kannst mit Menschen grundsätzlich nicht reden und du auch keine Freunde hast, mit denen du darüber reden kannst, die du schätzt und mit denen du dich austauschen kannst, um gemeinsam zu wachsen, dann hast du wahrscheinlich ein tiefer liegendes Problem, als einfach nur, dass du nicht weißt, wie man Frauen verführt. Über dieses Problem werden wir jetzt sprechen und ich gebe dir auch die Lösung. Und sie ist leichter, als du glaubst. Und vor allem darfst du dir einmal den Druck wegnehmen. Denn wir waren alle mal an diesem Punkt. Los geht's. Übrigens, wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Andy Friday und ich mache das seit über 10 Jahren, dass ich Männern beibringe, wie sie Frauen entdecken, verführen und entlang der Reise die richtige finden. Kennst du eigentlich schon unseren Podcast? Nein? Dann schau unbedingt mal rein. Den findest du in der Beschreibung, der sogenannte Freundin finden Podcast. Da werden nämlich mein Kollege Dominik Vanhave und ich, es gibt jetzt mittlerweile schon über 30 Podcast-Folgen, also hast du genug zum Anhören. Wir gehen dort in die Tiefe, damit du nicht nur die Kunst der Verführung aus Sicht von Frauen, aus Sicht von Männern verstehst, sondern vor allem aus der Sicht der Psychologie, also des Selbstbewusstseins. Mein Kollege Dominik ist dafür der Experte. Also schau unbedingt mal rein, hör besser gesagt unbedingt mal rein. Und wenn es dir gefällt, dann gib doch diesem Video gerne deinen Daumen nach oben. Das sendet uns das Signal, dass wir mehr davon machen können. Und es fühlt sich einfach gut an, wenn Leute das Video liken. So, Dankeschön. Eine der vielen Fragen, die uns erreicht hat heute per Instagram, möchte ich jetzt beantworten. Wenn du mir übrigens selber eine Frage schicken möchtest per Instagram, dann am besten als Sprachnachricht, dann können wir sie nämlich hier in der Show auch direkt beantworten. Also geh hier einfach auf dieses Profil Andy_Friday auf Instagram und schick mir dort eine Sprachnachricht mit deiner Frage. Dieser junge Mann hat mich gefragt, Andy, meine Situation ist nicht leicht. Ich habe keine Freunde und ich weiß nicht, wie ich auf Frauen zugehen soll. Ich habe Angst, grundsätzlich mit Menschen zu tun zu haben. Und ich frage mich, wie soll ich so eine Freundin für mich gewinnen, wenn ich so viel Angst habe, auf Frauen zuzugehen? Okay. Und in der Tat ist das eine Situation, die gar nicht mal so ungewöhnlich ist. Etwa die Hälfte, wenn nicht 40-50% der Teilnehmer, die zu mir ins Coaching kommen, haben so oder eine ähnliche Geschichte vorzuweisen. Mir ging es vor einigen Jahren, vor jetzt mittlerweile auch schon 15, vielleicht 18 Jahren, sehr ähnlich. Aus der Schulzeit heraus weiß ich, ich habe so ziemlich niemanden dazu bringen können, wirklich gerne mein Freund zu sein. Und von Frauen ganz zu schweigen, die haben einen großen Bogen um mich herum gemacht. Und ich würde an deiner Stelle jetzt einmal etwas ansprechen, was, glaube ich, kaum ein Flirtcoach so anspricht. Und das ist einfach die Basis, mit der du dich gerade fortbewegst. Die Basis ist quasi dein Sicherheitsnetz. Ja? Wir können alle Risiken eingehen, auf riskante Situationen mit Leichtigkeit reagieren und Dinge wagen, wenn wir das Gefühl haben, dass falls wir fallen, fallen wir sicher. Diejenigen, die wirklich mutig sind, die also noch einen Schritt weiter gehen, die machen das ohne Sicherheitsnetz. Aber für die meisten von uns ist es völlig okay und normal, ein Sicherheitsnetz haben zu wollen. Viele sehen aber nicht, was dieses Sicherheitsnetz ist. Und das Sicherheitsnetz, das sollten gute Freunde sein. Wenn du keine Freunde hast, die dich unterstützen in deinem Wachstum, in deinem Wunsch danach, besser mit Frauen zu werden, irgendwann eine Familie gründen zu können, die Richtige kennenzulernen, dann würde ich sagen, dann ist ein gutes Investment deiner Zeit zunächst mal in einen sozialen Kreis, der dir Spaß macht, der dir Freude bereitet und der dir Glück bereitet. Das heißt, versuch gar nicht direkt mit dem Ziel an die Sache heranzugehen, jetzt unbedingt die Frau davon zu überzeugen, dass sie mit dir schlafen soll, dass sie mit dir eine Beziehung gründen soll. Viele der Tipps, die ich hier auf diesem Kanal gebe, drehen sich natürlich um das Flirten, um die Verführung, das heißt zwischen dem Spiel zwischen Mann und Frau, natürlich. Aber du darfst nicht vergessen, dass die Basis von der Kommunikation zwischen Mann und Frau Kommunikation als solches ist. Und Kommunikation, wenn du damit Schwierigkeiten hast, lernt sich am besten in Situationen, in denen du nicht direkt Angst hast, dass dein großes Ziel flöten geht. Das große Ziel, namentlich die eine kennenzulernen, mit der du eine Familie gründen kannst. Das heißt, wenn der Einsatz, der Wetteinsatz, wenn du so willst, niedriger ist, ja, wenn es einfach nur Bekanntschaften zwischen anderen Männern zum Beispiel darstellt. Und da würde ich an deiner Stelle beginnen, weil wenn du dir vornimmst, für eine Weile einfach einen erweiterten Freundeskreis aufzubauen von Menschen, die du magst und die dich auch mögen,
dann wirst du sehr schnell erleben, wenn du das wirklich ernst nimmst und das strukturiert angehst, mit Menschen redest, offener wirst, proaktiver wirst und Menschen auch gerne einlädst, mit dir Dinge zu unternehmen, Kontaktdaten austauschst und mit ihnen in Kontakt bleibst, dann wirst du relativ früh erleben, dass es tatsächlich möglich ist, neue Freunde für dich zu gewinnen. Aber das muss wirklich ein fokussierter Akt sein, wo du mit der Herangehensweise rangehst: Ich bin nicht hier, um etwas zu bekommen, sondern ich bin hier, um etwas zu geben. Wo auch immer das ist, wenn es ein neuer Kreis ist an Leuten, der dir vorgestellt wird, wie kann ich ihnen eine schöne Zeit bereiten? Kann ich ein paar Komplimente geben? Kann ich für positive Stimmung sorgen? Kann ich lächeln? Kann ich Leuten auf den Rücken hauen und sagen: Mann, richtig gute Arbeit, gefällt mir. Mann, du hast guten Geschmack. Oder: Wow, ihr zwei seht echt hübsch aus zusammen. Das ist Relationship Goals. So möchte ich gerne irgendwann mal eine Beziehung führen. Klasse. Du kannst sie mit positiver Energie anstecken. Du kannst vor allem auch in dem Kreis, in dem du dich befindest, derjenige sein, der dafür bekannt ist, dass er gute Stimmung mitbringt. Ja. Damit würde ich beginnen. Und das für sich betrachtet, ist schon ein Unterfangen. Das ist ein Projekt, das kann einige Monate in Anspruch nehmen. Und ich würde dir sogar sagen, bau dir tatsächlich ein Zeitfenster ein in deinem Leben, wo du sagst: Das ist mein Ziel für dieses Zeitfenster. Mach es etwa 6 Monate zum Beispiel. Wenn du sagst: Das ist mein Ziel für 6 Monate, dann wirst du es auch in 6 Monaten richtig angehen. Es sollte aber ein Limit haben, denn wenn du sagst: Das ist jetzt mein Ziel, erstmal, bevor ich mich an Frauen heranwage, dann kann es leicht passieren, das habe ich auch oft beobachtet bei den Männern, die sich dann zum Beispiel bei uns für die Charisma-Analyse bewerben, die sagen: Ich wollte erstmal eine Basis schaffen. Und deswegen möchte ich jetzt erstmal einfach viel mit Menschen zu tun haben und viel sozialisieren und neue Freunde gewinnen. Das ist gut. Aber sie haben dann kein Limit gesetzt. Die haben nicht gesagt: Das mache ich für 6 Monate zum Beispiel. Und das ist dann sehr schwer für sie, auf das nächste Level zu springen und zu sagen: Okay, jetzt bin ich soweit. Jetzt bin ich soweit, dass ich mich auch an Frauen heranwagen kann, mit der klaren Intention, mit ihnen zu flirten, mit ihnen eine Beziehung zu beginnen und mit ihnen zu schlafen. Aber dieser nächste Schritt sollte ganz klar für dich definiert sein, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und den solltest du dir vorher schon festlegen. Ansonsten ist es schwierig zu sagen: Naja, bin ich jetzt soweit oder bin ich nicht soweit? Ne? In Wahrheit bist du immer soweit. Du bist auch jetzt schon bereit dazu. Aber es fühlt sich einfach leichter an, wenn du ein Sicherheitsnetz hast. Deswegen durchaus, wenn du nicht solche Dinge machst wie bei uns, bei den Flirt-Spezialisten, wenn du also nicht einen Kreis hast an Leuten, die sowieso mit dir gemeinsam Frauen kennenlernen wollen, die tolle Männer sind, alle Männer mit Herz, die gemeinsam mit dir wachsen wollen und sich dafür nicht schämen, wenn du diesen Kreis nicht hast, dann bau ihn dir zuerst auf. Gar kein Problem. Ja? Und dann aus diesem Kreis heraus entscheidest du dich: Jetzt möchte ich besser werden mit Frauen. Und wenn du das dann tust, dann wirst du erleben, dass diesen nächsten Schritt zu wagen, auf Frauen zuzugehen, zu flirten, Anziehung aufbauen zu wollen, dass das dir leichter fallen wird, als du es dir jetzt aktuell überhaupt vorstellen kannst. Weil die Kommunikation an sich schon für dich zugänglicher wird. Das Kommunizieren auf leichtherzige, emotional unabhängige Weise ist in der Tat eine Kunst. Die meisten beherrschen sie nicht, denn die meisten beherrschen das Handwerk von Informationen sammeln. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass die meisten Menschen, wenn sie in einer Konversation sind, dass sie das Ziel haben, Informationen zu sammeln. Allein der Begriff Smalltalk wird ja nicht gerne gehört. Ich bin auch kein Freund von Smalltalk. Aber es ist ein Handwerk, es ist eine Kunst, die durchaus es wert ist zu lernen. Ja? Persönlich bevorzuge ich es bei weitem, bei der nächstbesten Person direkt in die Tiefe zu gehen und herauszufinden, was für ein Typ Mensch ist sie, was bringt sie, wie tickt dieser Mensch, was bringt sie dazu, motiviert zu sein für die Dinge, für die sie motiviert ist, was schreckt sie ab, welche Emotionen verknüpft sie mit den Werten, die sie verkörpert, und warum verkörpert sie diese Werte. Das ist das, was mich wirklich begeistert an einer Interaktion, gerade mit einer Frau, weil dann kann ich filtern, dann kann ich schauen: Passt sie zu mir, was für eine Art Mensch ist das? Dadurch entwickle ich erst die Lust darauf, wirklich viel Zeit mit dir zu verbringen, weil ich denke: Wow, jetzt lerne ich den Menschen so toll kennen, so in der Tiefe, jetzt macht es richtig Spaß, jetzt will ich mehr von diesen Menschen wissen. Das kannst du jetzt schon beginnen, aber es ist leichter, wenn du die grundsätzliche, emotional unabhängige Kommunikation vorher lernst. Ich sagte vorhin, die meisten kommunizieren, um Informationen zu sammeln.
Da ist ein großer Unterschied darin, zwischen dem, was ich gerade beschrieben habe, also dem in die Tiefe gehen und jemanden kennenlernen und dem Informationen sammeln. Informationen sammeln ist distanziert. Informationen sammeln, das kannst du sehr leicht ausfindig machen, wenn jemand nicht weiter auf die Dinge eingeht, die du sagst. Er stellt 100 verschiedene Fragen. Aber alle Fragen, das sind Fragen, die nicht mit der ersten Frage zu tun haben, sondern es sind immer wieder neue Themen. Und dann kommt wieder eine neue Frage. Wo warst du im Urlaub? Okay, wie alt bist du? Was machst du beruflich? Das sind alles unterschiedliche Fragen. Das heißt, jemand möchte Informationen sammeln. Und das muss nicht mal bedeuten, dass sie es böse meinen. Es ist nur Gewohnheit. So machen es die meisten Menschen. Sie glauben, wenn ich Informationen sammle, dann ist es höflich. Und das ist die Art zu kommunizieren. Aber das ist nicht die Art zu kommunizieren, mit der du emotional wertig erscheinst und emotional wertige Konversationen führst. Das heißt, wo beide Menschen sich emotional wertiger fühlen, wo sie das Gefühl haben, wow, das macht richtig Spaß. Hier bin ich mit Leib und Seele gerade dabei in der Konversation. Das heißt, emotional wertiges Sprechen und Unterhalten ist in der Tat Flirten. Aus dem Grund machen wir auch keinen großen Unterschied dabei, wenn wir sagen, flirten lernen. Flirten kannst du auch mit dir selber in deinem Spiegelbild. Flirten kannst du hier mit dem Tisch. Flirten kann ich mit dem Mikrofon. Flirten kann ich mit der Kamera. Flirten kann ich mit Frauen. Flirten kann ich aber auch mit Männern. Weil Flirten nicht direkt intrinsisch bedeutet, dass du eine sexuelle Absicht da drin hast. Das bedeutet es nicht. Ja? Verheiratete Menschen sollten meiner Meinung nach weiterhin flirten. Mit sich selber, aber auch mit anderen. Nicht, weil sie damit, das ist ja der Punkt der sexuellen Intention, der sexuellen Absicht, die steckt da nicht drin. Nicht, um mit jemandem anderen zu schlafen und vielleicht fremd zu gehen, nein, sondern um das Spiel, den Tanz der Konversation grundsätzlich zu einem angenehmen Zeitvertreib macht und nicht zu etwas, was man erledigen muss, wie Informationen sammeln, Smalltalk, ach, das ist alles so lästig. Nein, es macht Konversation zu etwas, was Spaß macht, wodurch dann auch Connection, jemanden kennenlernen, fließt und man es gerne macht. Weil wenn du etwas gerne tust, wenn etwas Spaß macht, dann machst du es auch öfters. Und dann connectest du mit mehr Menschen, dann wirst du mehr Freundschaften gründen, dann wirst du auch mehr Frauen kennenlernen. Und dann werden diese Beziehungen auch tiefgründiger werden. Flirten ist also deswegen wichtig, emotional wertiges Kommunizieren, um in deinen Konversationen ein Level zu erreichen, das die meisten Menschen gar nicht erreichen können. Mit Flirtelementen wie der verrückten Fantasie, der Ja-und-Regel, dem Leveln. Meine Güte, es gibt so viele verschiedene Flirtelemente, mit denen du jetzt sofort auch schon in der ersten Minute, wenn du das Haus verlässt, direkt loslegen kannst. Ja, das Wichtige ist, dass du beim Flirten nicht versuchst, etwas zu erreichen. Wichtig ist, dass du beim Flirten immer den Anspruch darauf hast, in diesem Moment für dich selber und für den anderen eine schöne Zeit zu bereiten, dass das Ganze Spaß macht. Und gerade bei so schönen Flirtelementen wie der verrückten Fantasie kannst du etwas, was wir als Kinder schon gemacht haben, nämlich, dass wir uns vorgestellt haben, wie wir mit der Superman-Figur über die Insel fliegen und dann, boah, und da kommt ein Dinosaurier und dann kämpfen die miteinander. Diese Fantasie, die wir als Kinder hatten, die können wir auch heute wieder aufleben lassen. Und es macht Konversation einfach viel spaßiger. Gerade diese Superman- und Godzilla-Situation, das sind Konversationen, die du in der Tat mit jemandem einfach starten kannst. Ich gebe dir ein Beispiel. Du fragst zum Beispiel jemanden, möchtest du irgendwann mal heiraten? Dann sagt sie ja, nein, was auch immer. Und dann sagst du, ich habe eine gute Idee, lass uns heiraten. Was? Wir kennen uns doch noch gar nicht. Ja, ich weiß. Komm, wir fliegen direkt nach Las Vegas, heiraten und dann innerhalb von 12 Minuten haben wir einen Ehevertrag. Ist doch perfekt. Und dann scheiden wir uns ein paar Minuten später. Ist doch ein geiles Abenteuer. Können wir doch machen. Ist eine verrückte Fantasie. Sie wird damit oder er wird damit sagen, ja genau, hier am Arsch. Oder er oder sie wird sagen, oh, das ist aber eine gute Idee. Aber dann, so kurz ist die Ehe, das weiß ich aber nicht, ob sich das lohnt. Das heißt, die anderen Menschen gehen direkt darauf ein. Und mehr Menschen gehen darauf ein, als du glaubst. Das ist dir auch schon vorgefallen, dass Menschen mit dir angefangen haben zu flirten. Du wusstest aber noch nicht, wie du damit umgehen sollst. Völlig verständlich, weil du nicht die Übung hattest. Und weil da natürlich immer mitgeschwungen ist, dass du etwas erreichen möchtest. Dass du ein Ziel hast, dass du zum Beispiel dich nicht blamieren möchtest. Allein das limitiert uns. Wenn wir
wenn wir 1000 verschiedene Ziele haben in einer Konversation, dann können wir keins davon erreichen, weil wir total mit unserer Aufmerksamkeit all over the place sind. Wir haben zum Beispiel das Ziel, dass wir uns nicht blamieren. Wir haben das Ziel, dass wir gut ankommen. Wir haben das Ziel, dass wir die richtigen Dinge sagen. Das heißt, wir filtern. Wir dürfen nicht die falschen Dinge sagen. Wir wollen, dass der andere uns mag. Wir wollen, dass die Leute, die zuschauen, nicht denken, wie peinlich ist das denn? Wir selber wollen auch nicht von zu vielen Leuten beobachtet werden, weil dann das Risiko ist, dass Leute denken, wie peinlich ist das denn? Und. Es gibt 1000 Dinge, die dich davon abhalten, einfach fließen zu lassen, emotional wertig zu sprechen. Jetzt ist mir bewusst, dass das nicht einfach etwas ist, was du von heute auf morgen intrinsisch wieder reaktivieren kannst. Aus dem Grund, gib dir selber Zeit. Nimm dir, sagen wir mal, einfach 6 Monate, um deinen sozialen Kreis zu erweitern. Bring Spaß mit. Sei derjenige, der in einem neuen Freundeskreis dafür sorgt, dass alle Spaß haben. Oder du lernst es von Professionellen. Du lernst es zum Beispiel bei den Flirtspezialisten. Das kannst du machen, indem du auf www.interessewecken.de gehst oder dir hier oben auf den Link klickst und auf der nächsten Seite das Video anschaust, wo genau erklärt wird, wie 144 Männer bei uns im Coaching ihre Freundin kennengelernt haben, indem sie flirten gelernt haben bei den Flirtspezialisten und dieses Wissen dann auch erfolgreich in ihrem Umfeld angewandt haben. Bei der Frau, die sie sowieso schon kannten, bei der Frau, mit der sie online schreiben, bei der Frau, mit der sie gerade zusammenarbeiten oder die neu ihre Kollegin geworden ist. Selbst bei der Frau, die sie noch nicht kannten, aber gesehen haben und irgendwie, und ich möchte nicht zu viel verlangen, ich möchte nicht zu viel spoilern, irgendwie kamen sie ins Gespräch und sie haben sich getroffen, haben sich geküsst und sind zusammengekommen. Das ist möglich. Selbst für jemanden, der jetzt gerade vielleicht denkt, wie soll ich das schaffen, ich habe überhaupt keine Freunde. Du kannst das alleine machen. Wie gesagt, das ist machbar. Ich habe es auch alleine gemacht. Ich wünschte, ich hätte damals einen Coach gehabt, der mir das erklärt. Aber ich habe es auf die harte Tour gelernt. Ich habe es mir selber beigebracht. Und dann sind wir auch schon beim zweiten Punkt. Wenn du es dir selber beibringen willst, scheu dich nicht davor, Menschen zu beobachten, die das besser können als du. Und Dinge nachzumachen, die sie tun. Versuche von ihnen zu lernen, was sie machen, um erfolgreich bei anderen Menschen anzukommen, um charismatisch zu sein. Und das ist auch wirklich einer der Faktoren, der dich sehr viel schneller nach vorne bringen wird, ist, wenn du diese Menschen ebenfalls zu deinen Freunden machst, in deinen Freundeskreis mit einbeziehst oder dich selber in deren Freundeskreis mit einbeziehst. Ich hatte damit früher unendlich viele Schwierigkeiten, weil ich einfach zu stolz war. Ich habe gedacht, die Leute hier vorne, das sind die Coolen. Ja, das sind die coolen Jungs und coolen Mädels, ich habe da keine Chance, die wollen mich eh nicht, alles klar, dann haut ab, dann mache ich mein eigenes Ding. Aber nach einigen Jahren ist mir aufgefallen, das Problem war nicht die, das Problem war ich selber, weil ich einfach nicht zugeben wollte, dass es jemanden gibt, der das besser kann als ich und dass ich von ihnen lernen kann. Ich bin nichts Besseres als andere. Ich bin auch nicht besser, nur weil ich denke, ja, aber bei mir, ich bin wenigstens ein Mann mit Herz, ich stehe wenigstens auf tiefe Konversation. Ja, das darfst du auch sein, aber deswegen bist du nichts Besseres. Die anderen, die gerne einfach Spaß machen, die sind auch toll. Und es lohnt sich, sich mit ihnen auszutauschen und sie auch zu deinem Kreis der Freundschaften mit zu inkludieren, denn du kannst sehr viel von ihnen lernen. Wenn du das strukturiert machen möchtest, mit Experten und mit den Menschen, mit denen du auch auf einer Augenhöhe gemeinsam lernen kannst, wo keiner dich verurteilt, sondern du einen Kreis hast, eine neue Familie an Mitstreitern, dann komm zu uns. Meine herzliche Einladung. Selbst als Student, für jemanden, der nicht viel verdient, alles in Ordnung, komm zu uns, zu den Flirt-Spezialisten. Wir bringen es dir bei. Ja? Und wenn du dann wirklich senkrecht starten möchtest und du sagst, jetzt reicht es mir nicht nur zu flirten und Frauen zu daten, sondern jetzt will ich die Richtige kennenlernen, ich will jetzt richtig eintauchen, mehr Erfahrungen sammeln, ich will 4, 5 Frauen mal gedatet haben, Erfahrungen sammeln und dann die Richtige aussuchen und ich will nicht mehr warten, dann kommst du zu uns in die Charisma-Analyse. Ja? Den Link zur Charisma-Analyse, 45-minütigen Gespräch, wo wir mit dir gemeinsam in die Tiefe gehen, genau herausfinden im toten Winkel, was du noch nicht wahrgenommen hast, wieso es bisher noch nicht geklappt hat und was du jetzt konkret tun kannst als Mann mit Herz, um Frauen verrückt nach dir zu machen, das zeige ich dir in der Charisma-Analyse. Aber vorher muss ich wissen, was für ein Typ Mann du bist. Und wenn das dann passt, dann machen wir dir natürlich auch das Angebot, mit uns zusammenzuarbeiten in der Flirt Masterclass. Komm in die Charisma-Analyse, indem du hier klickst, such dir dort deinen Termin. Und dann hören wir uns einfach diese Woche.
Bis dahin.